Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play City Skylines. Ja, noch eine Folge. Mensch, ist ja was. Ja, ich habe irgendwie doch noch Lust. Und heute werden wir definitiv gucken, dass wir so ein bisschen erweitern. Weil es auch so langsam mal notwendig. Ihr seht nämlich, ja, bis auf dieses kleine Fleckchen hier ist nicht mehr besonders viel Platz. Wir haben ja nur die drei Kacheln. Doch, müssten drei sein. Mal gucken. Ja, doch. Ja, die sind so gut wie voll, bis eben auf dieses kleine Fleckchen, wobei da auch die Autobahnauffahrt, Abfahrt, das Autobahn... Naja, es ist kein Kreuz, es ist ein Autobahngewurstel, Marke Eigenbau, sehr viel Platz wegnimmt. Deshalb werden wir uns direkt mal... Boah, in welche Richtung gehe ich? Hier hätten wir halt den Vorteil, dass wir erstens noch mit der Bahn ein bisschen weiter runterkommen. Wobei wir da sowieso, wenn wir einmal eine Schiene haben, beliebig anbauen können. Weil ich fast schon sagen würde, also hier hinten... Hier hinten geht es Richtung Berglandschaft. Oder? Oder sieht das jetzt... Ja doch, hier hinten geht es ein bisschen in die Berge. Ich brauche momentan Fläche zum Bauen, wirklich. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf das Gebiet. Da haben wir auch noch eine Autobahnanbindung, das ist auch nicht von Nachteil. Dann können wir nämlich zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte hier hinten, hier irgendwo so da, die Anbindung zu meinem neuen Gebiet haben. Ich denke auch fast mal, das werden wir so machen. Weil ich weiß nicht, wo sonst... Weil hier direkt nochmal was dran setzen, haben wir hier oben schon so irgendwie in der Art gemacht. Sieht komisch aus, nimmt viel Platz weg und ist am Ende auch irgendwie ein bisschen seltsam. So, hier haben wir überall... Ich wollte noch gucken wegen den Lärmschutzwänden, ob die überall da sind. Weil das ist auch sowas, das ist wichtig, definitiv. Dass die Anwohner hier vor Lärm geschützt sind. Das heißt, wir werden auch dementsprechend direkt mal hier ausbauen. Das wird jetzt zwar einige Tausender kosten, aber am Ende werden es uns die Einwohner danken. So, juhu, das macht ganz viele lustige Töne. Nee, das da oben war jetzt nicht Sinn der Sache. Da brauchen wir schon die hier. Das passiert halt, wenn man hier einmal quer durchgeht. Da, weicht der schon manchmal so ein bisschen ab. Aber ist ja nicht schlimm. So, Lärmschutzwände hier, da ist zwar noch nichts, aber da kommt noch was hin. Ganz einfach, deshalb kommen die da auch hin. Würde ich hier jetzt nichts hinbauen oder zumindest nichts Besonderes, was Wohngebiet und so angeht, würde ich da auch keine Lärmschutzwände hinklatschen. Aber so ist es schon irgendwie vonnöten. So, wobei ich definitiv bleiben will, ist, dass die Straße hier nur für Müllabfuhr ist. Heißt, wir werden gucken. Stimmt, zum einen die Abfahrt. Da bauen wir direkt noch eine hin. Auch wenn das dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel erscheinen mag. Ich habe lieber da so ein paar mehr Abfahrten. Wobei ich erstmal gucken will, um so eine Orientierung zu haben, dass ich da erstmal eine Straße hinbaue. Irgendwie vielleicht... So? Ja doch, ich würde sagen, das kann man schon so machen. Ja, stimmt, ich kann auch direkt mal erzählen, mein Plan ist im Großen und Ganzen. Ich bin gespannt, ob ich dran denken werde oder am Ende doch wieder durcheinander wursteln. Hier oben jetzt das Ganze mit Büro, Industrie und so zu machen und hier unten wirklich nur Wohngebiet und ein bisschen Gewerbe. Das ist der Plan, ob ich es umsetzen kann, weil ich tatsächlich dran denke, ist die andere Frage. Aber so habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ort ist bereits belegt. Ja, wodurch denn?
Ach, aber jetzt... Ach komm, ich muss das Spiel nicht verstehen manchmal. Hier hinten fährt die Bahn nochmal durch. Stimmt ja, da war ja was. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was. Wobei, da denke ich später drüber nach. Ich habe noch nicht mal ein Wohngebiet, dann sollte ich jetzt nicht unbedingt schon über eine Bahn nachdenken. So eine hässliche Kurve will ich da jetzt nicht unbedingt drin haben. Wo es nicht unbedingt notwendig ist. Ich baue erstmal, dass ich so eine Orientierung habe, wo denn gleich der ganze Zeug, dass ich so eine Orientierung habe, wo das ganze Zeug hinkommt, baue ich jetzt hier erstmal so einen Kasten drumherum quasi. Dürfte man, denke ich, schon kennen. Kästen bauen kann ich ganz gut. Sieht man hier an der ganzen Stadt. Ich werde allerdings gucken, ob mir das gelingt, ist die andere Frage, dass ich vielleicht mal so ein bisschen eher ins Runde gehe. Aber wie gesagt, um hier eine Orientierung reinzukriegen, wie es denn aussieht, habe ich dann doch lieber mal zumindest so ein großes Kästchen drumherum. So. Boah. City Skylines ist echt ein Spiel, da kann man sich lange drauf anhalten. Aufhalten. Dran aufhalten, so rum. Merke ich daran, dass ich jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Folgen zum ersten Mal wieder was getrunken habe. Na, so, irgendwie. Nee. Bau das doch nicht immer so mega hässlich. Das sieht doch aus wie nicht gekonnt. Also gewollt und nicht gekonnt. Dieses Spiel wird es nie lernen. So, recht lange Abfahrt ist, denke ich, auch nicht mal unbedingt von Nachteil. Und, auch hier werde ich gucken, dass die sich wieder aufteilen können. Das heißt, wir gehen in den Untergrund. Und kommen hier wieder, hier? Ja, genau, hier kommen wir wieder nach oben. Ob das letztendlich genutzt wird, die Sandhutnill, ist die andere Frage. Das können wir aber ja gut im Auge behalten. Was direkt wegkommt, sind die beiden Ampeln. Da will ich einfach keine Ampeln haben, weil die kommen lediglich von der Ausfahrt. Da brauche ich nicht auch noch eine Ampelregelung. Zumindest war das bis jetzt in der Regel so. Kann ich den... Ah! Hä? Keine Ahnung. Genau. Wir müssen natürlich auch wieder auf die Autobahn drauf. Ist ja logisch. Dazu, ich würde fast sagen, wir können hier direkt anschließen. Gebogen bitte. Und dann lassen wir die hier aufteilen. Hier mache ich dann auch wieder eine Brücke hin. Einfach um das, dass da nicht alles komplett durch den Untergrund geht. Ungültige Form. Ort ist bereits belegt. Wie niedrig hat er denn die Brücke gebaut? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wofür der Anhebungsschritt gut ist. Kann das sein? Wenn wir den nämlich so einstellen, dann geht die Brücke höher. Genau, dann geht die aber nämlich auch über die Lärmschutzwände drüber. Okay, damit hätte sich die Frage schon geklärt. So, passt, würde ich sagen. Die kommen in beide Richtungen raus und auch... Nee, kommen die nicht. Die wollen ja von hier auch in die Stadt rein. Müssen wir wieder in den Untergrund. Das heißt, wir müssen, wir hätten die Brücke auch noch höher bauen können, aber irgendwann sieht es dann auch doof aus. So wie jedes Autobahnkreuz, was ich selber baue. Ich weiß... Aber dann machst du halt nichts, ne?
Ich baue einfach irgendwie. Das geht schon. Das sieht super aus, ich weiß. Danke. Es ist ein Traum. Schöner hätte es nicht sein können. Ja doch. Toll. Einfach großartig. Ich sollte Architekt werden. So, wir hängen auch seit gefühlt 5 Jahren im Pausemodus. Aber er ist auch wirklich saumäßig nützlich. Vor allem, wenn man wie ich gerade voll im Baumodus ist. So, ihr bekommt auch noch einen japanischen Garten, weil ihr braucht einfach noch ein bisschen Parks, damit ihr mehr zahlt. Und dann würde ich jetzt einfach fast mal sagen, wir lassen die Zeit mal ein bisschen weiterlaufen. Und gucken, was passiert. So, Wetter. Warum Wetter? Wie komme ich immer auf Wetterkarte? Ihr müsst wissen, ich habe zwar nicht immer Wetterkarte gesagt, aber ich habe jedes Mal Wetterkarte im Kopf. Warum, weiß ich nicht, aber ist so. So, hier geht jetzt... Oh, jetzt fahren sie doch wieder mit ihren Müllwagen hier drüben. Wobei es sind nicht mehr so viele wie vorher. Man sieht nicht nur noch... Nur Müllwagen. Ja. Deutsch gut. Genau, die Frage ist, wohin... Die fahren eigentlich alle nach links, ne? Boah, hier zwischen den beiden Stationen ist wahnsinnig viel los. Aber das ist halt auch ganz gut, weil dann können zum Beispiel die, die da oben irgendwo wohnen, können hier runterfahren und von da unten dann nach da oben. Das bietet sich eigentlich ganz gut an. So, wir gehen wieder in die Pause. Ich wollte jetzt einfach nur mal ein paar Minuten bewegte Bilder haben. Ein paar Minuten ist gut. Nochmal was trinken. Genau, neues Wohngebiet. Das zimmern wir hier durch. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das am intelligentesten? Weil irgendwie so Schachbrettmuster, das funktioniert ja in der Regel nur so semi-gut. Ne, eine Autobahn will ich jetzt nicht unbedingt bauen. Sechsspurige Straße mit Fahrradwegen. Dann gucken wir mal. Das dürfte ja ungefähr die Mitte sein von dem Kasten, den wir da haben. Ich baue jetzt einfach mal ein bisschen Freischnauze, so wie es mir gerade einfällt. Das heißt, wir gehen mal hier vor. Beziehungsweise ich ziehe die einfach mal durch. Eine Straße schon mal durch zu haben, ist gar nicht so schlecht, denke ich mal. Dann, kommt da zumindest noch eine Querstraße rein. Ich weiß, das sieht jetzt schon wieder nach Kästchenbauprinzip aus. Okay, das wird wieder Kästchenbauprinzip. Ich kann das leider nicht unterbinden. Das ist die effektivste Baumethode. Das Weil ich denke halt auch jetzt schon, also zumindest versuche ich es, auch wenn es nicht unbedingt so wirkt vielleicht, versuche jetzt schon dran zu denken, was denn mit Versorgung und so ist, dass die auch überall schnell hinkommen. Und dementsprechend braucht man halt auch viele Verbindungen. Weil ich könnte ja mal gucken, ob ich irgendwie... Angenommen, ich setze hier die ganzen Versorgungsteile hin. Ja, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Wobei, vielleicht kann ich ja... Ich baue hier mal so ein bisschen rein. So, ach, scheiße.
Aber das geht, oder wie? Na ja, komm. Es ist City Skylines, man muss es nicht verstehen. So. Ne, ein bisschen enger die Kurve. Ich will, dass die Fläche auch vollkommen nutzen können. Das mag zwar jetzt vielleicht von der Bauweise her nicht unbedingt effizient sein. Aber einige mögen das ja nicht so. Wenn das alles nur Schachbrett ist, dann deshalb will ich da auch ein bisschen Variation jetzt einfach mal reinbringen. Ich denke mal, da wird auch noch was anderes kommen. Das ist jetzt nur momentan für mich mal so ein bisschen zum Ausprobieren. Mal, willst du mich trollen oder was? Was blockiert denn jetzt hier? Ich sehe leider recht wenig. Da kann ich dran bauen, aber... Ja gut, dann sieht das jetzt halt ein bisschen komisch aus. Da kann ich jetzt auch nichts für. Es wird so scheiße aussehen am Ende, aber gut. Man kann ja mal ein bisschen probieren. Das, ja, komm, lieber ein bisschen mehr Platz lassen. Aber was ich im Großen und Ganzen so vorhabe, ist, dass ich quasi für jeden dieser Ringe, in Anführungszeichen, einmal hier unten Feuerwehr, Polizei und so hinsetze. Vielleicht, wenn ich Glück habe, reicht das auch, wenn ich hier in die Mitte setze und dann reicht das für zwei. Das müssen wir noch rausfinden. Aber der Sinn ist quasi, dass ich einfach nicht, so wie an manchen anderen Ecken, gefühlt alle 3 Meter eine Polizeiwache und eine Feuerwache brauche. Eben um Kosten zu sparen. So, und dann kommt da nämlich... Kommt da nämlich nochmal so ein Furunkel rein. Jetzt ist wieder... Ach Mann, du bist doof. Ja gut, da ist halt immer so eine Welle drin. Das muss so. Die ist zur Deko da. Ne, jetzt ziehen wir bis unten durch. Stimmt ja. Wobei, also so eine Querstraße ist halt schon sinnvoll, die einmal komplett durchzuziehen. Weil nur dann kommen die Einsatzkräfte halt auch wirklich schnell dahin. Okay, das sieht aus wie... Das sieht aus wie Popo. Naja, aber ich weiß es auf jeden Fall mal aus. Vielleicht, zieht hier ja doch irgendwer freiwillig ein. Frage ist halt auch, inwiefern das jetzt wirklich effizient war, so zu bauen. Ich habe das jetzt so noch nie ausprobiert. Weil ist jetzt auch irgendwie nicht so üblich, so komisch zu bauen. Aber gut. Ja, wobei, was ich jetzt mache, ist, hier freizulassen. Hier oben die Fitzelchen braucht sowieso keiner. So. Ich würde sagen, passt so im Großen und Ganzen. Ah, das Fleckchen noch. Ihr dürft jetzt einziehen. Bitte. Tut mir den Gefallen. Ist zwar voll ab vom Schuss, aber machst du nichts. So, jetzt kann ich aber direkt mal gucken, wie das aussieht mit der Versorgung.
Also die Polizei, die kommt schon mal überall dran. Das ist gut. Weil dann können wir nämlich hier unten nochmal so ein Ding bauen und die Polizei kommt da überall hin. Und wir haben Kosten gespart. Das ist von Vorteil. So, die Feuerwache, die reicht auch locker aus. Das ist gar nicht mal so dumm, wie ich dachte. So, warte mal, ich baue jetzt hier mal so ein Stück Straße rein. Damit ich da dann das Arztpraxis dran setzen kann. Aber damit würde die Grundversorgung schon mal stehen. Bis auf Wasser und Strom. Aber da muss ja auch erstmal jemand hinziehen, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Heißt, wir gucken uns das jetzt einfach mal ein bisschen an. So, hier brennt's. Wonach ich auch noch schauen will. Ach, Wasser können wir schon mal bauen. Vielleicht irgendwie halbwegs akkurat. Können wir auch schon direkt hier bis unten durchziehen. Und dann ziehen wir die so quer. Ja. Huch, nee. Ja, ihr bekommt schon Wasser. Pisst euch bitte nicht ein. Ach, wir haben ja, das stimmt ja, wir müssen ja bis vorne durchziehen, weil sonst haben wir ja ein Problem. Okay, gut, komm. Weil Wasserleitungen liegen, interessiert am Ende sowieso keinen. Ist egal, das passt. Das muss so, ist Kunst. So, dann können wir von hier drüben einmal komplett rüberbauen. Irgendwie vielleicht direkt neben die Bahn, damit das nicht ganz so penetrant aussieht. Ja, doch. So geht's. Das ist okay, würde ich sagen. Und ja, genau. Jetzt kommen wir auch neue Einwohner, bekommen wir auch neue Einwohner dazu. Jetzt geht hier ein bisschen der Verdienst hoch. Aber ich würde sagen, um alles andere, was die netten Leute hier noch so brauchen, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Da werden wir das Viertel hier noch ein bisschen ausbauen, fertig bauen. Wie auch immer, sucht euch was aus und ja. Dann würde ich sagen, war's das und Gott, selten so verkackt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.